Wir sind heute bei Professor Martin Kaltschmidt. Martin Kaltschmidt ist Leiter des Instituts für Umwelttechnik und Energiewirtschaft. Martin, vielen Dank, dass du Zeit hast für uns. Wir wollen uns heute über Energien und vor allen Dingen über die Energiewende unterhalten. Ja, die Aufgabe ist ja riesig. Also wenn man also die Zeitung aufschlägt, dann klingt es ja erstmal ganz gut, weil der Anteil erneuerbarer Energien ja offensichtlich steigt. Aber meistens guckt man nur auf den Strombereich und nicht auf den Energiebereich. Wenn wir jetzt den ganzen Bereich von Verkehr angucken, von Industrie angucken, natürlich auch von Heizung in Privathaushalten, dann haben wir natürlich immer noch endlos viele fossile Energieträger. Wasserstoff gilt ja ein bisschen entweder als Champagner der Energiewende oder als Grundnahrungsmittel der Energiewende. Gibt ja beide Optionen. Ne? Also der Champagner spielt daran leider zu teuer. Schöne Idee, aber leider ein bisschen teuer. Grundnahrungsmittel hieß dann, ja, wie willst du das anders machen? Und Wasserstoff ist so vielseitig, auch durch die chemischen Verbindungen in Richtung Ammoniak oder Methan, was man machen kann mit allen Vor- und Nachteilen. Können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Was ist es denn? Grundnahrungsmittel oder Champagner? Also aus systemischer Sicht, aus unserem heutigen Kenntnisstand, ich drücke mich noch vorsichtiger aus, würde ich eigentlich kaum einen Weg sehen, wie wir mit einer Volkswirtschaft wie der unsrigen, mit dem hohen Energieverbrauchsniveau drumherum kommen, dass wir nicht eine Speichermöglichkeit brauchen, um letztlich elektrische Energie, die ja praktisch die Primärenergie der Zukunft sein wird, grüne elektrische Energie, zu speichern. Da würde ich sagen, ist der Wasserstoff mit Sicherheit die Option, die am vielversprechendsten und am optimalsten sich aus heutiger Sicht darstellt. Deswegen würde ich sagen, ja, ist eher ein Grundnahrungsmittel, ist weniger der Champagner. In Bezug auf Kosten haben wir die gleiche Diskussion geführt vor 20 Jahren mit der Photovoltaik. Damit hat eine Kilowattstunde Photovoltaik hat dann irgendwie einen Euro gekostet und so. Ja. Da hieß es dann, das geht gar nicht, der Standort Deutschland geht zugrunde. Ja? Und heute sind wir bei der Photovoltaik bei Großanlagen unter 5 Cent die Kilowattstunde. Und damit sind wir im Bereich der Braunkohlestromerzeugung. Ja? Wenn wir nach Osten gehen, sind wir bei 1 bis 2 Cent die Kilowattstunde. Ja, genau. Also das heißt, es ist schon zu erwarten, dass wir dort von den Kosten noch deutlich runterkommen. Ob wir so weit runterkommen, wie das bei der Photovoltaik der Fall war, weil dort eben ein globaler Markt hinten dran ist und die Konstellation relativ günstig war in Bezug auf die Entwicklung die letzten 20 Jahre. Das muss man mal sehen. Aha. Das weiß zum heutigen Zeitpunkt aus meiner Sicht kein Mensch. Aber es ist durchaus zu erwarten, dass dort die Kosten deutlich runtergehen. Und wenn diese Probleme der Defossilierung aus Klimaschutzgründen, ja, und damit die Notwendigkeit, grüne Energie zu importieren oder zu nutzen, hat ja nicht nur Deutschland, sondern es haben andere Länder ja letztlich auch, die hochindustrialisiert sind. Ja? Sei es nur bestimmte Länder in Fernost oder sei es bestimmte europäische Staaten. Ja? Und damit ist natürlich ein gewisses Nachfragepotenzial da. Und für diesen Nachfragepotenzial, das will ja dann gedeckt werden. Und wenn das Potenzial da ist, dann ist natürlich auch die Chance da, dass ich durch eine Massenproduktion und durch die damit verbundenen Kostenreduktionspotenziale dort potenziell die entsprechenden Reduktionen einstellen können. Jetzt ist Wasserstoff ja ein ziemlich flüchtiges Element. Das heißt, grundsätzlich erstmal ein bisschen schwerer zu handeln, also zu speichern, zu transportieren und so weiter. Also vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Was gibt es da für technologische Ansätze, das auch zu machen? Und dann noch mal die Frage, wenn wir jetzt Wasserstoff mit CO2 zu Methan machen, da gibt es ja irgendwie tolle Modelle, dass man sagt, man entzieht der Luft wieder CO2, dann verbindet das mal den Wasserstoff, dann hat man Methan, was man besser transportieren kann, spaltet man es wieder auf, hat man wieder Wasserstoff, CO2. Dadurch kriegen wir natürlich auch, weil das permanent im System ist, kriegen wir viel CO2 entzogen der Atmosphäre. Hältst du das für bezahlbar, realistisch, unnötig? Auf dem Papier klingt das immer gut, finde ich. Denkt man, ja, warum macht man das nicht? Also ich sage mal so, wenn wir jetzt mal postulieren, dass wir sagen, wir wollen die Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland oder Europas defossilieren und davon ausgehen, dass die Potenziale, die wir an Wind und Sonne haben, um letztlich dann regenerative Primärenergie oder regenerativen Strom zu erzeugen, nicht ausreichen, dann werden wir gezwungen sein, diesen zu importieren. Das heißt, wir würden potenziell nach den Osten gehen, würden dort über Windstrom und Photovoltaikstrom letztlich dann im Landesinneren erzeugen, über eine Leitung in die Küste transportieren, dort über eine entsprechende Meerwasserentsalzung, Süßwasser bereitstellen und dieses Süßwasser dann über eine Elektrolyse zu Wasserstoff verarbeiten. Diesen Wasserstoff, den können wir relativ elegant speichern, zum Beispiel in Salzkavernen. Gibt's auch könnte man in Nordafrika auch installieren, weil die geologischen Bedingungen dafür da sind. Jetzt muss ich diesen Wasserstoff von dort zu uns transportieren. Die idealste Möglichkeit wäre über Pipeline. Mhm. Ja?
Wir können Wasserstoff-Pipelines machen, die gibt's schon, da haben wir Erfahrung, das geht. Ist natürlich ein relativ großer Aufwand und man ist dann gezwungen, weil die Pipeline, wenn die mal liegt, dann liegt sie da. Ja, die Diskussion, die man sieht, ja derzeit Richtung Russland so. Oder Richtung Ukraine. Deswegen spricht aus meiner Sicht vieles dafür zu sagen, ich versuche den Trading, also den Handel des Wasserstoffs zu machen über Schiffe. Mhm. Weil ein Schiff an unterschiedliche Lokationen den Wasserstoff aufnehmen kann und zu unterschiedlichen Lokationen transportieren. Das heißt, man ist viel flexibler im Vergleich beispielsweise jetzt zu einer Pipeline. So, wenn man das übers Schiff macht, dann haben wir dann verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, gasförmig geht nicht, weil zu viel Volumen. Mhm. Ja, das heißt, dann gibt es die eine Möglichkeit, den Wasserstoff zu verflüssigen. Das sind minus 200 und ein paar und 50 Grad, so leicht über etwas kälter wie 250 Grad. Das ist ein relativ großer Aufwand. Aber vom Grundsatz her können wir das. Die NASA hat es schon gezeigt im Apollo-Programm, dass das funktioniert. Und LNG können wir ja auch, da sind wir bei minus 170 Grad. Mhm. Das heißt, also müssen wir ein bisschen dran arbeiten, an Materialien und Dämmmaterialien und Erfahrungen sammeln und so. Aber vom Grundsatz her funktioniert das. Das ist die einfachste Möglichkeit, weil dann hätten wir im Prinzip einen Reinstoff, den man dann hier auch in Deutschland, wenn man den hier anlandet, auch dann in reiner Form wieder vergasen, rückvergasen könnte und dann einspeisen hier in Erdgasnetz oder wenn es Erdgasnetz geht oder in Wasserstoffnetz. Eine andere Möglichkeit ist, dass ich diesen Wasserstoff in dem Land, wo ich es erzeuge, binde an ein organisches Molekül. Das sind die sogenannten Liquid Organic Hydrogen Carrier. Das heißt, ich hydriere ein Molekül in beispielsweise in Tunesien, transportiere das hydrierte Molekül nach Hamburg und dadurch dehydrieren und hol aus dem Molekül den Wasserstoff wieder raus, nutze den und du das dehydrierte Molekül wieder zurücktransportieren in den Nahen Osten. Genau, das dehydrierte Molekül wäre zum Beispiel? Das wäre also am einfachsten, der allereinfachste Fall ist zum Beispiel CO2, dass ich CO2 plus Wasserstoff gibt Methanol und hier würde ich dann das CO2 wieder rausholen, dann hätte ich wieder Wasserstoff. Das ist der allereinfachste Fall, aber es gibt die Benzyl, Hydro, wie auch immer, sorry, habe ich nicht im Kopf, aber jedenfalls gibt es auch organische Trägermoleküle, die sind praktisch wie Öle, muss ich das vorstellen, die im Prinzip dann hydriert werden und dehydriert werden. Da ist nur der Nachteil, dass ich dieses Öl vorher kaufen muss und das im Kreis fahre hin und her. Genau. Das ist eine relativ große Kapitalbindung zum einen und das ist natürlich auch nicht beliebig stabil. Das heißt, ich habe Verluste und der Wasserstoff, der hinten rauskommt, ist nicht ganz so rein, wie wenn ich jetzt flüssigen Wasserstoff wieder rückvergase, weil der ist ganz sauber. Ja, so. Genau. Und die letzte Möglichkeit, die ich habe, das ist, dass ich, eine weitere Möglichkeit ist, dass ich zum Beispiel diesen Wasserstoff auch binden kann an einen Feststoff. Das sind dann Metallhydride. Ja, dass ich dann zum Beispiel ein Metall binde, wo ich dann letztlich auch den in die Bindung reinbringe und dann hinterher transportiere und dann aus der Bindung wieder raushole. Das sind die verschiedenen Optionen, die es gibt. Welche die beste ist und welche, dass ich da durchsetzen wird, das ist zum heutigen Zeitpunkt unklar. Das hängt sehr stark von der Nutzung ab, die man hinterher machen will. Und das hängt sehr stark auch von den Produzentenländern und von den Setzungen der Rahmenbedingungen ab. Okay, aber die ganze Frage von Wirkungsgraden stellt sich dann ja wahrscheinlich nicht mehr so groß, wenn du die Kilowattstunde für 1-2 Cent bekommst. Strom, naja, der Wirkungsgrad ist natürlich schon noch ein wesentlicher Faktor. Aber wenn wir jetzt sagen, wir produzieren Strom zu 2 Cent die Kilowattstunde, der Wirkungsgrad vom Elektrolyseur, der liegt ungefähr bei 70%, vielleicht zukünftig 80%. Ja, dann habe ich noch Transportverluste, bis ich da letztlich dann bin. Und dann muss ich das Ganze nochmal, runterkühlen auf minus 250 plus Grad. Das ist dann der Wirkungsgrad wieder auf 20% Verluste. Dann muss ich das Ganze transportieren. Und dann die Rückvergasung, die dürfte relativ einfach sein. Aber dann muss ich auch die Logistik in Deutschland noch dazu rechnen. Also der Wirkungsgrad ist schon nicht so prickelnd. Aber verglichen mit allen anderen Optionen, hält sich das ungefähr. Dann bist du in der Kette dann wahrscheinlich trotzdem bei 30 Cent oder 40 Cent ungefähr pro Kilowattstunde, oder? Na, ganz so hoch werde ich das nicht sehen aus heutiger Sicht. Das hängt halt dann darauf ab, ob ich jetzt die heutigen Randbedingungen zugrunde lege. Ich zukünftige Randbedingungen zugrunde lege. Ja. Ich meine, die erste Kilowattstunde ihrer Art wird natürlich entsprechend teuer sein, das ist klar. Aber ich meine, wenn ich jetzt LNG angucke, wenn man das erste Mal das LNG produziert hat, dann war es ja auch entsprechend teuer. Das stimmt. Das stimmt. Also deswegen ist das immer so ein bisschen die Diskussion, weil die Frage ist, welche Alternativen gibt es? Welche Möglichkeiten haben wir sonst, am Ende des Tages einen grünen Energieträger entsprechend zu handeln und zu transportieren? Aha.
Also Wasserstoff, Grundnahrungsmittel, kann man sagen. Ja. Wir kümmern uns ja hier rum, ne? Also Technologien für nachhaltige Entwicklung. Ich habe dir einen Kaffee mitgebracht, aber nicht nur den Kaffee, sondern auch die Tasse, die du behalten darfst. Martin, Dankeschön, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Das hat erstens Spaß gemacht, aber auch viele neue Erkenntnisse. Ja. Mach's gut. Vielen Dank. Bis dann. Ja. Bis dann, ja. Dankeschön. Tschüss.